Moin Leute und herzlich willkommen wieder hier auf Nerd Taste. Heute gibt es hier eine spoilerfreie Kritik zu der Coming-of-Age-Serie Sex Education Staffel 2, die natürlich jetzt vor kurzem erst angelaufen ist auf Netflix. Ja, und ich bin Dennis und das ist hier eine neue Folge Nerdcheck. Aber erstmal vorweg, worum geht es? Sex Education handelt von Otis Milburn, einem sozial unbeholfenen Highschool-Schüler, der mit seiner Sexualtherapeutin-Mutter Jean lebt. In Staffel 1 gründeten Otis und seine Freundin Maeve Wiley eine Sextherapie in der Schule, um von seinem innovativen Talent für Sexberatung zu profitieren. In Staffel 2 muss Otis als Spätzünder seinen neu entdeckten sexuellen Drang meistern, um mit seiner Freundin Ola voranzukommen und gleichzeitig mit seiner nun angespannten Beziehung zu Maeve umzugehen. Unterdessen befindet sich die Moordale School in einem Chlamydienausbruch und unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren Sexualerziehung an der Schule, und neue Kinder kommen in die Stadt, die den Status quo in Frage stellen werden. Und ich muss sagen, natürlich ist Sex Education bekannt für seinen schrägen Look. Die in vielen Locations, die wirklich Spaß machen. Die Jugendlichen sehen aus wie in den 90ern, das wirklich so sein soll. Und es ist nicht so klischeehaft und oberflächlich wie den US-School, sag mal, Serien. Natürlich, klar, es gibt die Kleinstadt, also halt Moordale. Und natürlich ist es wie Großbritannien halt, jeder kennt sich in der Art. Oder dieses Stadtteil, ne? Und es gibt halt diese vielen kleinen Klischees. Die Locations aus, man springt halt zwischen einem Laden und dies und der Schule und natürlich den Familien bei Otis. Aber positiv sind auf jeden Fall diese Locations. Dann gibt es natürlich auch die komödischen Anteile. Einige Folgen haben wirklich gute Gags, manche natürlich wieder nicht, aber viele sind zum Schreien komisch, ne? Und natürlich hat man auch dramatische Szenen von einigen Charakteren, wo man anmerken kann, dass es natürlich nicht so diesen typischen trockenen Humor diese englischen Serien gibt. Hier ist es einfach anders und man ist einfach erfrischend und nicht diesen amerikanischen Stil. Ja, die Story an sich ist einfach wirklich, weil es werden viele Themen, große Themen sind wirklich diese Gesellschaftskritik, einfach diese Coming-of-Age erwachsen werden. Auch Homosexualität ist ein großer Faktor halt in dieser, oder Thema in dieser Serie. Und natürlich, was vieles im Leben passiert. Auch mal so eine Sachen wie Sexualstraftäter und so weiter. Einfach dieser Punkt. Wichtiges Statement ist einfach, jeder Mensch ist gleich. Das sollte auch so sein. Das überträgt diese Serie wirklich gut. In Staffel 2 kommen andere Dinge ans Licht, sag ich mal, wie bei Staffel 1. Und das ist trotzdem interessant. Natürlich möchte ich auch am Schluss nochmal wissen, wie es natürlich mit Staffel 3 weitergeht, wenn man das so durchschaut. Und nochmal anzumerken, sind auch die Schauspieler, die jungen Darsteller, die wirklich auch Bock machen und Spaß machen, sind natürlich Asa Butterfield, natürlich Emma McMackey und Nuti Gadwa, das ist der wahrscheinlich der Eric-Schauspieler, und Connor Spindles und Amy Lou. Zudem trumpft natürlich auch Gillian Anderson, die man ja aus X-Factor kennt, als Agent Scully auf, hier als Sextherapeutin von Otis als Mutter. Und natürlich für mich aber der Gewinner dieser ganzen Serie als Charakter ist Eric, der einfach Bock und Spaß macht und dem man gerne zuschaut, sag ich mal. Es gibt natürlich auch ein paar Folgen, die natürlich auch mal, ja, ein wenig schwächeln. Die man auch sagen kann, die haben nicht so das zu übertragen. Trotzdem sind es 8 Episoden, die einen Suchtfaktor machen, dass man die Serie durchbingen muss. Man kann aber sagen, als Fazit, Laurie Nunn, die ist es ja, die Showrunnerin, die hat da wirklich was Großartiges geschaffen. Auch in Staffel 2 ist es eine gute Guilty Pleasure Serie, die einfach wirklich alle Klischees aufs Korn nimmt. Aber auch, wo man sagen muss, man guckt den Leuten wirklich gerne zu, wie sie ihre sexuelle Erfahrung machen. Und da bin ich am Schluss auch eine Kritik erlangt und muss sagen, diese Serie würde ich eine 8 von 10 geben. Und nicht wundern, dass wir das erste Mal, dass ich überhaupt so ein Teleprompter ein bisschen benutzt habe. Und ich hoffe mal, dass euch die Serie auch gefallen hat. Und wenn, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, warum, wieso, weshalb. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier und bis dann und ciao und bam.